Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesenergie am 6. Dezember 2018. Bei diesem Tagesenergie zeige ich die vier Grundelemente. Die Feuerelement ist die Aktivität, Mut und Kraft, alles, was in Bewegung setzt. Die Erdeelement zeigt die Realität, die Bodenständigkeit, Sicherheit, Stabilität und die Finanzen. Die Luftelement verhilft uns zum Leichtigkeit zum Kommen. Auch Leichtigkeit in Kommunikation oder vieles loslassen, endlich aufatmen. Und die Wasserelement herrscht über unserem Unbewussten, herrscht über unseren Gefühlen. Ich ordne ein die Planeten und Sonne und Mond nach der Berechnung von indischen Astrologie. Aber weil die Interesse besteht, auch nach der westlichen Astrologie, habe ich mich vorgenommen, dass ich in diesem Kanal vermittle ich die Tageshoroskopen nach indischen Astrologie und ich vermittle Tageshoroskopen nach westlichen Astrologie auch, weil das ist euch vertrauter und ihr sollt es beobachten, auch im Alltag, wie wirkt das auf euch? Seid ihr mehr im Einklang in indischen Astrologie oder seid ihr im Einklang mehr in die westlichen Astrologie? Und bei diesem Tagesenergie geht es um die Elemente, wie verteilt sich das, weil wir sollen im Gleichgewicht bleiben, auch im inneren Gleichgewicht, aber berücksichtigen, welche Einflüsse kommen von außen und wie können wir das ausgleichen. Außerdem bei diesem Tagesenergie kommt ein Engel dazu und dieser Engel wird auf dem Tag bestimmt und das beschreibt die Kabbala und diese Kabbala ist ein System und ordnet die Engel. Das ist auch Energie, das ist auch kosmische Energie. Bevor ich starte, möchte ich meine Angebote ankündigen. Bis 31. Dezember 2018 biete ich an Videoberatungen, selbstverständlich anonym. Das beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und ein Jahreshoroskop noch dazu für 25 Euro. Damit möchte ich meine Dankbarkeit aussprechen und die Astrologie näher bringen. Ihr dürft auch wählen, wünscht ihr das nach westlichen Astrologie oder nach indischen Astrologie oder lieber nach chinesischen Astrologie. Die Buchungen laufen per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Nach indischen Berechnung befindet sich Sonne in Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Also ich setze zum Wasserelement. Hier handelt es sich um Klarheit, auch über unseren Gefühlen. Oder Klärungen, was unsere Emotionen betrifft. Mond befindet sich auch in Tierkreiszeichen Skorpion. Es nähert sich zum Neumond. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Mars hier im Luftelement, die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement. Merkur ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, alten Themen kommen wieder hoch. Kann auch bedeuten, dass jemand meldet sich von Vergangenheit.
Immerhin bei Merkur-Energie handelt es sich um Kommunikation. Diese Rückläufigkeit bedeutet aber auch, etwas wird abgebremst. Entweder ist es schwierig, uns so auszudrücken, wie wir das möchten, genau das sagen, was wir denken und fühlen. Bedeutet auch, dass es Zögerungen gibt, gerade bei Verträgen oder bei Terminen, bei Handlungen. Dieser rückläufige Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion, gehört zum Wasserelement. Ich setze Merkur zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion. Ich setze Jupiter auch zum Wasserelement. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Waage. Das ist Luftelement. Ich setze Venus zum Luftelement. Und Saturn erdet. Ich setze Saturn in die Mitte. Saturn bewegt sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Schütze. Wenn wir dieses Bild betrachten, dann erkennen wir sofort, wie wichtig ist unserem Gefühlen wahrnehmen. Dann auch zum Leichtigkeit kommen, besonders bei Mars und Venus, was die Liebe symbolisiert, das ist die Liebespaar Aphrodite und Ares, also beiden, die weiblichen und die männlichen Energie. Also in die Liebepartnerschaft ist wichtig die Leichtigkeit, aber es fehlt die Harmonie. Saturn belehrt uns und das ist die Schütze-Energie und das bedeutet Bewegung, Aktivität. Bedeutet auch Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas, aber bedeutet auch Ziele setzen und auf diesem Weg gehen mit einer Begeisterung und Leidenschaft. Dann haben wir schon als Ausgleich die Feuerelement und wir sollen unbedingt um die Finanzen kümmern. Wir sollen auch die Realität sehen und erkennen und das, was wir fühlen, im Tat umsetzen. Wie können wir das im Tat umsetzen? Mit Geduld und Ausdauer, aber in eine Richtung, was uns begeistert. Auf jeden Fall brauchen wir die Aktivität. Wenn die Herzenswunsch ist, die Liebepartnerschaft, dann brauchen wir die Leichtigkeit und Geduld, bis diese Stabilität kommt. Aber als Ausgleich sollen wir etwas tun, was uns gerade begeistert und so kommen wir zum Harmonie. Die heutige Engel nach Kabbala ist Engel Hahamiach. Ich setze hier in die Mitte, das ist mein eigenen Karten, mein eigenen Engelkarten, entspricht die Kabbala, die Namen und die Zahlen der Kabbala. Engel Hahamiach ist Engel der Hoffnung, ist auch ein Schutzengel. Engel der Suchende und begleitet uns in unserem spirituellen Weg. Engel der Wunscherfüllung, Engel der Glückseligkeit und Zufriedenheit, bringt Schönheit, Frieden und Harmonie in unserem Leben. Verhilft uns zu ungewöhnlichen Liebesbegegnungen. Führt uns zum Weg zur Wahrheit. Schützt vor schwarzer Magie und enthüllt Geheimnisse. Engel Hahamiach ist zugeordnet zum Venus. Und das ist die Planet, die Liebe, Harmonie, Frieden, Kunst, Kreativität, also steht mit Venus in Verbindung. Dann steht in Verbindung zum Luftelement, also gibt die Leichtigkeit und steht in Verbindung zum Waage. Und Waage symbolisiert die inneren Gleichgewicht, die Gerechtigkeit, die Schönheit, Harmonie, Ästhetik, Kunst, Kreativität und auch die Partnerschaft.
Und das war mein heutigen Tagesenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Diese Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Diese geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und es ist maßgeschnitten, passt auf eure Persönlichkeit, passt auf eure Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com.
www.energiepodcast.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.